Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Spiel No One Survived. Ein Early Access Titel, der schon seit dem 14. Januar 2023 auf Steam erhältlich ist, kostet, wenn mich nicht alles täuscht, 16,49 Euro. Und ja, es ist ein Survival Titel und ich liebe Survival Titel. Das Ganze habe ich gerade schon mal ein bisschen ausprobiert und ja, ist relativ schwer, basiert auf der Unreal Engine 5, wovon man nicht ganz so viel erkennt, aber das werdet ihr gleich sehen. Und ja, es ist eine sehr, sehr frühe Version des Spiels. Wir befinden uns in der Version 0.0.3.1 und die hat dementsprechend natürlich auch noch Fehler und wird noch weiterentwickelt, keine Frage. Gut, bei Steam sind die Bewertungen relativ gut, bei über 1000 Bewertungen, das ist immer ein gutes Zeichen und will euch gar nicht so lange hier im Titelbild quälen. Nein, wir haben das Bootcamp, das habe ich schon gemacht, das erspare ich euch. Da lernt man ein bisschen bauen und den Umgang mit Waffen. Es gibt einen Einzelspieler-Modus und es gibt einen Multispieler-Modus. Das ist natürlich auch ganz interessant. In den Konfigurationen habe ich alles auf Ultra gestellt, was halt geht, sehr hoch. Es gibt noch die Möglichkeit, auf Film zu stellen. Das werden wir vielleicht einmal ausprobieren. Gleich, was da der Unterschied ist, weil es ist ja die Unreal Engine 5. So, wir gehen mal auf Multiplayer und dann müssen wir uns erstmal einen Charakter erstellen. Es gibt männlich, da darf man relativ viel einstellen, von Hautfarben bis Helligkeit, ne, Sättigung etc. Also man kann ihn wirklich erstellen, wie man will, Sommersprossen geben, gelanzte Haut ändern und man hat 10 verschiedene Gesichtsformen, die sich nicht allzu dolle viel tun. Bei Ohren und sowas und das Ganze von Gesamt bis Nase, Auge, Augenbrauen etc. Wir werden uns natürlich eine weibliche Dame machen. Was ist Ton? Keine Ahnung. Sättigung verändert sich nichts. Helligkeit der Lippen. Ah, wir sind bei dem Mund gelandet. Stimmt. Sollte eigentlich knallrot sein dann, ne? Naja, ist ja eigentlich relativ egal. Machen wir uns schwarze Lippen, Mundtyp kann man auch noch ein bisschen verändern. Tiefe des Mundes und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist jetzt nicht das Allerwichtigste. Nennen die Dame einfach mal Steffi und können ihr auch noch ein paar, ja, ein Bart geben, okay? Andere Frisuren verpassen. Ich glaube, ich habe mich schon für einen entschlossen. Zack, die hier. Haarfarbe. Sättigung, lässt sich alles, ja, doch ein bisschen verändern, okay. Man muss ja nur mal darauf achten, wo man ist. Ganz blond, ganz blond. So wie wir es gewohnt sind, die Steffi, ne? Ich sag mal, erschaffen, will ich gar nicht so lange auf die Charakterstellung eingehen. Wir könnten dann einen Einzelspieler starten, gehen aber auch mal auf Multiplayer und sagen mal bestätigen. Dort können wir zum Beispiel teilnehmen an verschiedenen Spielen. Wo auch schon Spieler drauf sind, ne, alte Zocker TV etc. bla bla bla. Oder wir erstellen einfach selber ein und können ein neues Spiel starten und komplett selber einstellen. Das ist natürlich super interessant, ne, aber wir werden trotzdem einfach mal einen Multiplayer teilnehmen. Hier sind 3 Spieler drauf. Ich glaube, der hatte ein Passwort. Ja. Bestätigen, falsches Passwort. Hier sind 4 Spieler drauf. Hat auch ein Passwort. Man kann es leider nicht sehen. Einer, 3. Der Matze. Gucken wir mal, ob der Matze ein Passwort hat. Der Matze hat auch leider ein Passwort. Also ganz alleine will ich nämlich nicht spielen. Das wäre doof. Hier sind 5 Spieler drauf. Mies in Real Life. Passt. Perfekt. Und der hat auch kein Passwort. Perfekt. So. Problem ist, es gibt Hordennächte. Es gibt Hordennächte hier im Spiel. Das bedeutet, ein Zombie-Virus ist ausgebrochen. Du hast 3 Jahre im Schutzbunker gelebt, aber die Ressourcen des Schutzbunkers waren allmählich erschöpft. Du wurdest verbannt und dann kannst du die Apokalypse nur noch allein überleben. So, und wir haben Glück, denn wir haben tiefste Nacht. Ja, wunderbar. So ist der Server jetzt. Aber es wird relativ schnell hell. Man startet hier tatsächlich mit einer dicken, fetten Ausrüstung, einen riesen Rucksack, Verbandsmaterial,
ein Pfeil und Bogen, Bandagen und so weiter und so fort. Man hat ein relativ umfangreiches System, was Leben, Kohlehydrate, Mentalität, die Gesundheit, Virusantikörper, körperliche Stärke, Proteine und Durstig betrifft. Das lässt sich natürlich alles über diese Dinge hier Trockenbatterie, kenne ich auch nicht, ja, ändern lässt, ne? Wie ein Blocker und was weiß ich nicht. Und die Sachen, die muss man auf dieser Map hier looten. Wir können die ganzen anderen Spieler tatsächlich alle sehen. Mutumbo, Reflexe, Avatar und Basti laufen hier rum. Hier haben wir einen Händler, hier scheint ein abgeschütztes Fruchtig zu sein. Und es gibt so ein Airfield. Es gibt verschiedene große Städte und wie gesagt, diese Händler. Schwer ist es natürlich jetzt nachts zu spielen. Deswegen verschwinde ich mal ganz kurz am Wasser. Ihr seht da unten meinen Ausdauerbalken. Steuerung ist selbsterklärend, WSD. Spring. Und warte mit euch mal ein bisschen auf Helligkeit und drücke so lange Pause. Immer in die Hocke. Nur mal nice to know, ich habe gerade einen neuen Spieler kennengelernt. Aber es gibt scheinbar kein PvP, es gibt nur PvE. Weil ja hier jeder für sich alleine überleben muss. Und ich verstecke mich nur, bis es endlich mal hell wird. Er scheint wohl schon gestorben zu sein, er ist nackt. Oder sie, was auch immer es ist, ich sehe es nicht im Dunkeln. So, ich bin jetzt gerade aus dem Spiel rausgeflogen. Dann erstellen wir uns einfach mal ein neues Spiel. Und machen maximale Anzahl an Spieler 10. Nennen das Ganze mal Freizeit. Angriff der Zombie-Wellen aktivieren wir. Machen aber nur 3, weil die Zombies echt hardcore sind. Leichten Luftwaage kenne ich noch nicht. Zombie-Stärke schwach ist in Ordnung. Anzahl der Zombies, Anzahl der Toten 6%, Sterblichkeitswirren, Jahreszeit. Wir machen also kurz wie möglich für die Testzone halt. Dorf der Toten, nein. Materialmenge sehr viel. Materialaktualisierung alle 5. Auffrischung des Händlers alle 2. Bestätigen. Raumerstellung fehlgeschlagen. Das funktioniert bei mir bis jetzt doch nicht einmal. Ich weiß auch nicht warum. Belastung. So, gut. Also, wie gesagt, das Ganze ist Early Access. Es ist wirklich schwer, überhaupt mal einen zu finden. Also, da waren wir gerade drauf. Da ist jetzt Beitritt fehlgeschlagen. Der will ein Passwort haben. 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 Nur zum Spaß. Beitritt fehlgeschlagen. Passwort geht nicht. Alles klar. Gott. Also, die sieht auch immer anders aus, was ich ziemlich witzig finde. Bestätigen. Wir versuchen nochmal unser Glück. Nur zum Spaß. Okay, da muss ich das Spiel einmal neu starten. Dann ging es gerade auch. So, mein nächster Versuch zu joinen, nachdem ich das Spiel jetzt wieder neu gestartet habe. Auf demselben Server, aber ich komme da einfach gar nicht mehr drauf. Also, ich werde jetzt mit euch einfach mal eiskalt ein Einzelspielerspiel starten. Das bestätigen. Neues Spiel. Lass das so eingestellt, wie es war. Und sag mal bestätigen. Sonst kommen wir hier absolut zu gar nichts. Also, ich konnte schon Entschuldigung, auf ein Multiplayer spielen, aber da war die Katastrophe los. Da kamen so viele Zombies. Unglaublich. Gut, soweit waren wir schon. Und so sieht das Ganze dann am Tag aus. Der Charakter verändert sich optisch eigentlich immer. Von der Kleidung her, aber nicht von dem, wie man ihn erstellt hat. Starten tut man das Ganze mit wirklich gesagt, viele Items, das ist gut. Ein Bogen, sogar eine Pistole hat man am Start, die scheinbar unendlich Munition hat. Ein Flitzebogen, da können wir vielleicht mal ein Häschen jagen. Naja, das war ein Versuch wert. Und ja,
hat eine Map, wie gesagt, da kann man erstmal drauf zocken. Jetzt sind natürlich keine anderen Spieler hier am Start, das bin ich ja jetzt alleine und muss einfach überleben, so wie wir das eingestellt haben. Das Ganze ist ganz klassisches Rumgerenne und Geloote. Ich habe auch schon Fahrzeuge gefunden. Manche Sachen kann man looten, manche nicht. Man kann sich auch verstecken, ne? Also nicht so richtig verstecken. Aber so eine Zombie-Horde, wenn die kommt, da ist man hier drinnen schon so fast so ein bisschen sicher. Aber nur ein bisschen. Ich bin aber auch gestorben hier drin. Es ist relativ schwer. Ne? Hier haben wir zum Beispiel einen Kofferraum. Den können wir durchsuchen mit langen E drücken. Da drin haben wir gefunden eine Flasche Wasser. Mit sauberem Wasser und ein bisschen Gemüse. Das ist schön. Ich glaube, Singleplayer ist wirklich eine bessere Idee. Und hier kriegen wir wahrscheinlich dann Aluminiumteile. Gut, das zu dem Looten. Ihr seht, also es gibt Fahrzeuge. Es gibt auch Fahrzeuge, die funktionieren hier im Spiel tatsächlich. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Also wir können auch mal reinschauen. Hier haben wir zum Beispiel eine Autobatterie. Die nehme ich mal mit, sicherheitshalber. Nochmal Autoteile. Und eine kleine Flasche Benzin. Was haben wir denn da noch? Kupferblock, Eisenblock. Und Aluminiumblock. Das stackt die automatisch. Das finde ich ganz schön. Man kann auch Türen aufmachen. Ja, und wie gesagt, animationstechnisch finde ich das schon ganz hübsch. Grafisch ist da noch ordentlich was ausbaufähig. Ein Werkzeugkasten ist super wichtig für uns. Den werdet ihr gleich sehen. Reparaturwerkzeug auch. Und wie gesagt, man kann das erstmal ganz genüsslich looten gehen. Ja, die ersten Zombies, die hier so rumeiern, sind Lappen, aber in der Nacht geht's richtig rund, ne? Also da kommen Riesenhorden, so wie der Server-Ersteller das halt eingestellt hat. Unten links, unten in der Mitte seht ihr unsere Liste von 1 bis 6, das sind Werkzeuge, wie zum Beispiel um Bäume zu fällen oder um zu bauen, ein Messer um sich zu verteidigen, eine Pistole auf 3, ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden, wo die Munition dafür ist, scheinbar unendlich. Und ja, ein Speer gibt es auch noch und den Bogen, den habt ihr ja gerade schon in Action gesehen. Dann bewegen wir uns mal ein bisschen voran und schauen uns das Ganze einfach mal an, wie es aussieht. In der Grafik sehr hoch. Wir haben Gebäude, die sind alle begehbar. Die Türen gehen von alleine auf, wenn man sie berührt. Haben hier dann auch so ganz komische Kisten drin, die wir looten können. Die sind natürlich jetzt erstmal leer, ist klar. Ja, leider, sonst könnte man da auch eine Schusswaffe drin finden. Einfach wie verrückt looten und hoffen, dass man was findet. Ich habe gerade Pfeile entdeckt da oben. Hier haben wir zum Beispiel einen Kondensator und einen elektrischen Ofen. Ja, also es gibt extrem viel Zeugs. Wie gesagt, das Ding ist ganz cool. Dietriche, nochmal Reparaturwerkzeug. Eine Trockenbatterie, was auch immer. Gut, das ist natürlich nicht alles, was man hier im Spiel kann. Wenn man hier auf Tab drückt, habt ihr hier oben ein Buch. Da seht ihr die Verfassung des Charaktere. Wie die ist halt. Die verbessert sich, umso mehr man tut. Wie zum Beispiel mit Feuerwaffen, Schusswaffen, egal. Und sein Können auf jeden Fall. Dann haben wir einen Technologiebaum. Die Sachen schaltet man halt frei mit Dingen, indem man zum Beispiel einen Baumstamm und einen Stein sammelt. Und der ist relativ umfangreich und geht runter bis hierhin zur Munitionsherstellung und Werkzeugherstellung. Wie gesagt, aber das kostet nicht allzu viel Arbeit, diese Dinge zu sammeln. Auch ein Ofen, da muss man erstmal Ton finden und sowas. Ne? Man braucht als allererstes auf jeden Fall, wie man sieht, hier oben die Bank. Aber dafür habe ich noch keinen Stein und keinen Baumstamm. Okay, das ist nicht das Schlimmste. Hier haben wir zum Beispiel noch einen Volvo stehen. Der sieht ziemlich kaputt aus. Wie gesagt, lässt sich alles durchsuchen. Da haben wir zum Beispiel nochmal ein Kupferblöckchen gefunden und sowas. Aber ich will jetzt die ganze Zeit looten. Ich will ja ein bisschen Gameplay zeigen. Ne? So, dann gehen wir einfach mal durch die Welt durch. Auf der Map laufe ich gerade aktuell die Straße lang. Ich glaube, hier ist ein abgestürztes Flugzeug. Da will ich einfach mal hinmarschieren und euch das Bausystem einmal zeigen. Im Singleplayer macht das Ganze relativ viel Spaß.
Im Multiplayer fliegt man sehr viel raus, was ein bisschen anstrengend ist, was ich finde. Ich brauche mal ein paar Steine, damit ich gleich was freischalten kann. Und man kommt dann auf den Server nicht wieder drauf. Ist mir jedenfalls so passiert. Die Ausdauer spielt hier und da auch noch ein bisschen verrückt, aber es gibt Schlimmeres. So, hier haben wir nochmal so eine Lootbare, hoffentlich. Bitte. Ja, aber am Ende hat man so viel Zeugs, dass man gar nicht mehr weiß, wohin damit. Deswegen sollte man eigentlich ziemlich schnell hier im Spiel, alleine wegen dieser Hordennächte, anfangen, eine Basis zu bauen. Okay, ja, ist sehr, sehr langweilig. Wie gesagt, ich wollte mal zu diesem flugzeugähnlichen Objekt rennen. Was ist das für Anzug? Es gibt immer Stürme und Regen. Und es gibt natürlich auch lange Nächte. Na, wir haben hier zum Beispiel einen Block. Ich weiß nicht, ob wir den mit der 6 abbauen können. Ist ja halt eine Axt, ne? Und keine Spitzhacke. Ja, in der Umgebung liegt nichts. Ich denke mal eher, dass die Axt für Bäume gut ist. Aber einmal ganz kurz beim Flugzeug gucken. Weil so startet man, wenn man online auch in den Game eintritt, erstmal die Runde voll equipped mit allen Pipapo. Aber wenn du stirbst, bist du nackt. Und ob man seine Leiche wieder findet, habe ich bis dahin nicht rausgefunden. So, der Händler, da wollen wir noch nicht hin. Da seht ihr mal ein bisschen Wettereffekte. Regen. Das Ganze wirkt alles noch sehr, sehr, sehr unfertig. Oh, man kann jetzt hier zum Beispiel Äste sammeln. Also es wird eigentlich auch angezeigt, was es in der Umgebung gibt. Hoppala, das habe ich ein bisschen viel gemacht. Also das ist erstmal unser Charakter. Wir haben eine Taschenlampe auf der Schulter. Keine Kopfverteidigung, Kratzfestigkeiten, Körpertemperatur oder Hitzebeständigkeiten und sowas. Werden hier angezeigt, wie gesagt, der Skillbaum. Und hier könnten wir uns zum Beispiel eine Spitzhacke bauen. Ne? Dafür habe ich das hier sogar alles zusammen. Bau mal, so sieht das Crafting aus. Die hat sie jetzt hoffentlich irgendwo hingepackt. Ich weiß nicht wo. Entweder liegt sie vor meiner Nase, ja. Kann ich nicht, weil ich zu voll bin. Mal so einen Stick wegwerfen. Drehen geht irgendwie auch. Habe ich schon mal geschafft. Werf es einfach weg. Wir brauchen einfach Platz. Was ist das denn hier? Werf mal Sachen weg, für die wir jetzt echt noch nicht brauchen. Ich denke mal, so kommen wir auch an den Materialien dran, wie wir gleich finden werden. Wir gehen erstmal auf Tour. Der Flieger, der interessiert mich schon die ganze Zeit. Das ist der Händler. Da unten haben wir noch so einen Kohleblock. Haben wir in der Hand die Axt. Wechseln die mal aus. So. Also das Menü gefällt mir eigentlich tatsächlich. Das aktuelle Fach ist bereits mit einem anderen Gegenstand. Das stimmt doch gar nicht. Ich will auf 6. Darf die leider nicht ausrüsten. Da kann ich es ja hier tauschen. Aber ich will jetzt ehrlich gesagt nichts loswerden. Also es ist ein bisschen komisch aufgebaut, muss ich noch sagen. Weil ich jetzt eine Spitzhacke habe, aber ich kann die nicht equippen. Drehen geht auch irgendwie, aber ich weiß nicht wie. Toll, kann ich die Axt jetzt wieder reinlegen? Ja, die Axt geht wieder rein. Komisch. Naja, ist ja egal. Wir kommen ja gleich zum Bauen. Und dann zum Weiterentwickeln des Bauens. Ne? Also ich laufe weg vom Flieger. Jetzt laufe ich direkt drauf zu. Okay, laufen wir mal direkt drauf zu. Die Einstellungen meines Singleplayers waren ja ziemlich simpel und einfach. Wir haben hier zum Beispiel Tiere. Ups,
Ein Schuss hat absolut gereicht. Den kann man mit der 4 haben wir das Messer. Und sie schnibbelt dann dran rum. Zwar falsch rum, aber egal. Und wir haben Fleisch bekommen. Das ist doch schon mal lecker. Ja, das sind so überall Hütten. Die stehen hier überall. Weiß nicht warum. Ich dachte letztens im Multiplayer, das wären Hütten von Spielern. Aber das ist ja jetzt der Singleplayer. Ich konnte auch leider keinen Multiplayer starten. Ging nicht. Und ja, es ist ein abgeschütztes Flugzeug. Das war ja nicht schwer zu erraten auf dem Bild. Und würde ich hier gegen meinen ersten Zombie kämpfen. Einmal mit Pfeil und Bogen. Keine schweren Gegner. So wie man sie halt einstellt. Und man sammelt einfach den ganzen Zombie ein. Gut. Wenn man jetzt bauen will, da muss man erstmal Material haben, ne? Ist ja klar. Wir müssen ja... Bauen sieht sowieso geil aus. Ziemlich schön animiert. Ne? Wir brauchen einen so einen Baumstumpf. Machen wir mal eine Pickaxe raus. Der Gegenstand liegt in der Nähe. Den kann ich leider nicht aufnehmen. Wir müssen einmal ein bisschen umsortieren. So, es geht auf jeden Fall. Ich habe es vorhin schon geschafft mit dem Drehen. Wir brauchen einen Baumstumpf und wir brauchen einen Stein. Steine habe ich noch. Um im Skill, hier ist das Skill, das hier freizuschalten. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal diese den Verarbeitungstisch freigeschaltet. Ohne den läuft gar nichts. Und ich will direkt beim Flieger bauen, das finde ich cool. So, gut. Dann brauchen wir natürlich was zu bauen. Da haben wir auf 5 den Hammer. Da geht man dann auf Mausrad und kann anfangen, eine Foundation zu setzen. Kein Problem, haben wir easy peasy hinbekommen. Nehmen wieder die 6 und machen mal den Baumstumpf klein. Darf nicht allzu viel nehmen. Will 6 Stück haben. So. Na, das wird auch hoffentlich ein Baumstumpf. Oder einfach gar nicht. Nur. Wo bist du hin? Ist einfach Äste geworden. Haben wir nur einen. So, und da haben wir unsere Foundation gebaut. Dann möchte das Spiel natürlich nicht nur das. Nein. Es will da sehr viel umfangreicher bauen. Einmal so, so, so und so. Das Ganze kostet natürlich auch wieder einen davon. Wie gesagt, das Ganze lässt sich eigentlich wirklich easy bauen. Dass da ein Tutorial für extra gemacht wird, ist echt anstrengend. Da müssen wir ein bisschen Geduld haben. Ja, am besten wäre der Taschenplatz, ne, wenn der frei wäre. Dafür bräuchten wir aber die Kiste. Und ich habe keine Ahnung, wo wir die Kiste freischalten. Bienenstock. Eieiei, es gibt echt viel. Kohleofen. Braucht 5x Ton. Also eine richtige Kiste habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Kultivierungsbox. Na, auf jeden Fall arbeiten wir erstmal weiter hier ran. Machen unsere Foundation fertig, sodass wir ein kleines Häuschen haben. Sodass wir für die Testzone wenigstens ein Dach über dem Kopf haben. Darf immer nur einen nehmen. In den doofen Sticks. Material gibt es hier tonnenweise. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Das Bausystem gefällt mir ganz gut. Wird auch in dem Tutorial richtig geil erklärt. Auf jeden Fall. 5 Hammer. So, dann haben wir Querbalken. Man darf relativ frei bauen, wie man will. Ich mache das jetzt mal so richtig klassisch. Ja, den hat es so schon wieder nicht genommen.
keine Platze. So. Und dann wird es nämlich langsam tricky. Weil, wie gesagt, durch all diese Tätigkeiten wird unser Charakter ja aufbauen in seinen Werten, in Information, wo war das, in Technologie, Können, hier, ihr seht, Verfassung, ne? Also es wird immer besser, Ingenieurswesen wird besser und so weiter und so fort, was ich relativ interessant finde in den Entschuldigung, Multiplayer. Natürlich habe ich jetzt kein Dach über dem Kopf, das fehlt jetzt. Ich weiß, ihr wollt das Flugzeug sehen, aber wir gucken uns das gleich an. Und ja, dafür müssen wir natürlich wieder den Hammer in die Hand nehmen. Oder wegtun und wieder in die Hand nehmen. Und da brauchen wir natürlich Wände. Ne? Es gibt Steinwände. Es gibt Ziegelwände. Es gibt Strohdächer. Es gibt Leitern. Es gibt eine Holzkiste. Ach, guck mal, die Holzkiste ist da. Perfekt. Die können wir uns doch direkt mal dahin packen. Was willst du haben? Planken. Okay, Planken ist jetzt ein Problem. Habe ich in einfache Teile gesammelt? Habe ich auch noch nicht. Okay. Dann Planken müssen wir auch erstmal lernen. Wir können nicht sofort Planken bauen. Nein, das ist nicht drin. Wir müssen erstmal das Plänkchen lernen. Das ist nämlich da. Dafür brauchen wir einen Baumstamm. Habe ich nicht. Albernerweise. Nehme den Baumstamm in die Hand. Lerne jetzt Planken. Ja. Und kommt dann den nächsten Schritt weiter. Textilmaschine. Hört sich auch schon mal interessant an. So, jetzt dürfen wir Planken herstellen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich dann aber auch die Dinger hier, ne? Wichtig ist natürlich erstmal das, was wir als allererstes gelernt haben. Haben wir das überhaupt schon gelernt? Ja, genau. Die Sachen können wir dann beim Crafting rausfinden. Machen. Nein, Quatsch, nicht beim Crafting. Mit dem Hammer. Komm, ich komme total durcheinander. Unter Synthese. Da bauen wir den da einfach mal hin. Mit Mausrad kann man das drehen. Ich will jetzt nichts Großartiges bauen. Brauche jetzt Baumstämpfe. Wir haben gar nichts dabei. Sammeln einfach mal eiskalt 5 Steine ein. Ein Stein. 2 Steine. 3 Stein, 4 Stein und Nummer 5 Stein. Wo bist du? Da hinten ist einer. Den schnappen wir uns doch. 5 Stein. Das Ganze haut man hier einfach rein. So, einen Werkzeugkasten hatten wir auch noch da. Das war gut. Brauchen wir noch 3 Baumstämme. Dann werden wir die Bäume evra. So, beschleunigen wir die ganze Geschichte mal. So, haben wir jetzt dieses wunderbare Gegenständchen hergestellt. Jetzt brauche ich die 6 natürlich. Eine Axt. Drücke E, um Planken herzustellen. Planken macht man dann, da habe ich gerade gerätselt, wie bescheuert. Muss man sich erstmal wieder Holz holen. Da kam ich gar nicht so drauf. Mal aufpassen, dass wir auch... Ja, die stapelt das dann immer. Können wir dann zu der Werkbank gehen, drücken hier E und werfen das Zeugs hier rein. Und 2 und dann dürfen wir entscheiden, ja, dass du hier schon mal welche machst. Dauert immer seine Zeit. Darf das leider nicht abbrechen. Man muss das auch machen. Oh, wir werden besser. Ich habe 2 Hammer hergestellt, Leute. Das war absolut falsch. Gut, dann holen wir noch mal Holz. Wir wollen ja Planken haben. Wir wollen ja auch ein Dach über dem Kopf haben. Gehen wir darauf auf E und drücken diesmal auf Planke. Diesmal nimm das Holz. Ist egal, wie wir das da reinschmeißen. Mach 2. Oh, wir haben schon wieder einen Hammer gemacht. Geht nicht, geht nur eine. Und die dauert relativ lange. Ja gut, jetzt habe ich 3 Bauhammer. Die kann man bestimmt immer gebrauchen. Ihr seht, meine Axt geht ja auch kaputt langsam. Dietriche gibt es noch. Und jetzt habe ich wie viele Planken gebaut?
in einer Minute eine Planke. So, die brauchen wir natürlich, wenn wir jetzt hier mit der 5 Strukturen bauen wollen, wie zum Beispiel eine Tür. Ne? So. Jetzt habe ich eine Planke und wir brauchen fucking 8 Stück. Aber ich habe 4 gebaut. Das ist interessant. So, es wird dunkel. Und sehe gleich gar nichts mehr. Wir haben eine Taschenlampe, die wir mit... Nicht mit L, was habe ich vorhin gedrückt? Irgendwo kann man... Ja, die Emotes zeige ich euch gleich. Niedriger Batteriestatus. Gut, wo ist denn mein Charakter? Eine Sekunde. Kopflampe. Wir hatten doch eine Batterie gehabt, oder? War das in einem anderen Teil? Autoteile? Autobatterie, aufladen. Geht nicht. Wegschmeißen. Leider kein Licht. Das ist das Problem gerade. Wie gesagt, wir können dann hier jetzt in der Zeit genüsslich bauen. Ich hoffe, es kommt keine Horde. Planke auswählen direkt. Holz rein natürlich. Also das ist schon ein sehr befremdliches. Mehr geht nicht, da sagt ihr auch rot. Produktionszeit 40. Was natürlich ist, eine etwas längere Nacht vor der Brust. Durst bekommt sie, sehe ich gerade. Vier Planken. Machen. Das ist Tag 1, Jahr 1, Frühling. Hier passiert noch gar nichts. Keine große Horde. Nochmal 4, kann man die stacken wenigstens? Nein. 5er Stack ist Maximum. Wie gesagt, wir haben hier jetzt angefangen zu bauen. Gut, und machen jetzt eine kurze Pause in unsere Bude, bis es wieder ein bisschen heller wird. Damit wir auch was in den Testvideo sehen. Ich warte gefühlt mittlerweile eine Ewigkeit. Aber es wird einfach nicht Tag. Es wird einfach nicht Tag. Keine Ahnung, wie lange die hier in der Nacht geplant haben im Spiel. Oder wie ich das eingestellt habe. Ich werde es erstmal im Dunkeln weiter Wände bauen. Damit wir ein paar Planken loswerden. So, das war's auch schon. Und sehe gar nichts. Ich sehe absolut gar nichts. Also die Nacht ist super heftig lang. Im Gegensatz zu dem Tag. Versuche einfach mal ein bisschen rumzuhacken. Oh, es scheint perfektes Timing. Ah, es wird Tag. Perfekt. Besser als den Baum auf dem Flugzeug gefällt. Okay. Okay, es läuft. Es wird Tag. Oh, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, das wird überhaupt kein Tag mehr. Die kleinen Dinger hier kann man nicht zerhacken. Aber die hier, die kannst du zerhacken. Weil irgendwann kommen Zombie-Horden. Die machen dir das Leben echt schwer. So, irgendwo sollten Sticks geworden sein. Hat sie automatisch eingesammelt. Okay. Ja, also das Bausystem ist mir noch ein Rätsel so ein bisschen. Fertig. Fertig. So, dann holen wir uns noch... Also man kann nicht alles verarbeiten. Hier liegen nochmal Holzstickies. Hier sind 2 drinne. So, dann machen wir... Wir machen uns auf jeden Fall eine kleine Hütte. Das ist so das Wichtigste für mich. Und da muss natürlich gelernt werden. Also Nana. Sonne ist natürlich perfekt, ne? Machen wir das Ding mal voll. So, rein mit dir. Rein mit dir.
Und rein mit dir. Rein mit dir. Wir machen uns mal so eine richtige Ladung Planken jetzt. So. Rein mit dir. Ist egal, wo man das hinschiebt. Schiebt irgendwie immer irgendwo hin. Und dann wollen wir natürlich so viele machen, wie es geht. Machen. So. Sie ist fleißig. Nein, 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 stopp. Sie macht wieder Hammer. Ich will keine Hammer. Ich will Planken. Abbrechen. Ich habe natürlich jetzt schon wieder Hammer hergestellt. Oh, das ist aber auch fies. So, okay. Machen wir jetzt Planken. Die dauern natürlich ein bisschen länger. Die Frage ist, wenn ich jetzt weggehe von, ob sie die auch noch weiter baut. Ja, macht sie. Also man kann sich dann weiter betätigen. Also hier brauchen wir Planken und einfache Teile. Das dürfte gar nicht so schwer sein. Hier kann man sogar ins Flugzeug reingehen. Ein Kraxeln. Ein bisschen suchen. Findet erstmal gar nichts. Hier liegen Reparaturwerkzeuge. Dosenfleisch. Das ist das Cockpit. Sieht sogar cool aus. Okay, von dem Rest ist nicht allzu viel übrig geblieben. Da darf man nichts durchsuchen. Das mal zu dem Flugzeug. Und dann gucken wir mal, was unsere Planken denn so hier veranstalten. So. So, fertig. Ja, nochmal 5. So, und sie schmeißt es irgendwie im Inventar rein. Fertig. Und hier haben wir nochmal 4. Ich glaube, Platz ist das Wichtigste hier im Spiel. Und dann bitte noch mehr Planken machen. Bitte noch keine Hammer. Keine Hammer. Planken. Planken, Planken. Ich glaube, als allererstes sollte man sich wirklich eine Kiste bauen. Wird, glaube ich, am meisten Sinn ergeben. Ich drücke auf Planke nochmal extra. Machen. Okay. Sie macht's. Und ja, dann haben wir das soweit so gut fertig. Es gibt natürlich noch ein Dach. Ne? Wir können ja nicht ohne Dach leben. Da kann man, ja, erstmal schauen. Dreieck, Dach. Dach, in welcher Form wollen wir es haben? In dieser Form will es nicht dran. Es sieht auch relativ groß aus, was ich da ausgewählt habe. Einzeln ohne. Ja, das sieht doch aus, wie ob das passen würde. Wir müssen nur den richtigen Snap-Punkt finden, denke ich mal. Wenn es überhaupt auf diesem Haus passt. Also scheinbar nicht. Auf der Kiste kann ich nicht springen, die ist ja nicht da. Also man kann es daran snappen. Okay. Das ist aber nicht Sinn und Zweck von dem Dach. Ich will ein Dach haben. Oh Gott. Vielleicht braucht man da tatsächlich hier auch noch Fundamente für. Dachraufe. Was sind Raufen? Keine Ahnung. Ja, man sieht es am besten, wenn man so guckt. Strohdach. Also es gibt wirklich ganz schön krass viele verschiedene Dächer, ne? Snap nicht, das heißt, wir brauchen bestimmt einen Snap-Punkt. Ein Holzdach. Aber wie gesagt, da bin ich nicht so schlau. Draußen haben wir sowas wie Stachelfallen, ne? Das ist auch ganz interessant. Und auch dieser Handwagen. Wir haben natürlich noch die Möglichkeit, ein Lagerfeuer zu bauen. Treppen, also wesentlich größer als das, was wir hier haben. Kann aber auch einfach eiskalt. Eiskalt hier. So ein Dach bauen. Ich darf jetzt nicht E drücken. Das ist gemein. Ich muss echt. Da kommt ein 5. Ich muss echt das hier machen. Ach, hier bin ich noch nicht fertig.
Ja. Nein, nicht in die Welt werfen. Und vier kleine Stöckchen noch holen. Wir können noch ein paar Planken machen. Wir brauchen ja eh mal Planken. Das sind Pilze, die kann man bestimmt sammeln. Gut. So, werfen wir das nochmal mit rein. Planke machen. So. Sie ist dabei und sie macht's und sie tut's. Damit wir das Ding hier bauen können. Wir brauchen noch einfache Teile. Das hier kann ich leider nicht equippen. Ich weiß nicht warum. Gehört wahrscheinlich zu irgendeinem anderen Werkzeug. Keine Ahnung. Deswegen brauchen wir erstmal Teile. Eine Tür habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Tür, die mir den Arsch rettet hier. Da. Holztür. Das sieht aber nicht richtig aus. Das sieht total falsch aus. Holzfenster. Holztür. Gut. Brauch wieder Planken und Holzstock. Kein Problem. Sachen, die wir hier easy peasy hinkriegen. Zeig mir, wie viel du hast. Gib mir, was du hast. Doppelklick, man kann teilen, wegschmeißen. Das ist schön. Muss er auch einlegen? Interessant. So. So, die Axt in die Hand bitte. 6. Dann brauche ich hier wieder so einen dürren Baum. Es gibt ja keine dürren Bäume mehr hier, verdammt. Nur dicke Bäume. Aber du siehst so verdächtig danach aus. Keine Ausdauer mehr. So, die sammelt sie ja automatisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, macht sie. Immer 5er Stacks. Ist total ausgelaugt. So, da ist es. Unser Hütchen. Es fehlt natürlich was ultra wichtiges. Nein, nicht schlagen. 5. Es fehlt eine Rampe. Eine Rampe rein. Das möchte gerne haben. Baumstämme. Einfach nur Baumstämme. Das ist eine Sache meiner leichtesten Übung. Und ich glaube, er schimpft schon mit mir, weil ich keine Kiste baue. Alter Schwede. Wir haben absolut keinen Platz mehr. Was wolltest du haben? Planken. Gut, alle Planken sind weg. Dann haben wir wieder Platz für Holz. Kann man leider nur so wenig nehmen. Die einfachen Teile einfach fehlen. Da habe ich jetzt Hammer ohne Ende, ne? Also da kann man sich nicht beklagen. So, was soll ich denn sonst? Was soll ich denn bauen mit den 5? Hier bin ich immer noch nicht fertig gewesen mit Holzstücken. So. Ach ja klar, hier die. Oh, das Geräusch. Patch das weg, ey. Patch das bloß weg. Achso, man darf nicht drin stehen. Okay. Verständlicherweise. Weil die Nacht hier einfach unendlich lange dauert. Ich habe Angst, dass das schon wieder Nacht ist. So, 2 Lagen da noch. Und dann müsste es eigentlich auf Loot-Tour gehen. So, jetzt dürfen wir auch rein. In unser sicheren Haus. Hier fehlt mir noch Planke und dieses komische Ding. Da müssen wir auf Bluetooth für gehen. Dann gibt es natürlich noch mit der 5 Sicherheitsmaßnahmen. Die ich sehr gerne in Anspruch nehme hier. Kostet Baumstamm 3 Stück. So, ich drücke mal kurz auf die 6.
Das sieht nach ganz kleinen Stickies nur aus. Problem ist, dass der Taschenplatz echt mittlerweile echt scheiße eng wird. Finden wir hinten im Flugzeug noch irgendwas Interessantes? Equip mich mal mit der Pistole, falls irgendein Zombie kommt. Normalerweise sind hier viel mehr Zombies. Lange gedrückt halten. Leer. Haben wir eigentlich nicht nur mehr Dosenfleisch. Munition. Waffenöl. Ihr seht, also die Vielfalt ist groß. Oh, da liegt eine Waffe sogar. Nochmal ein Kondensator und irgendein Ding. Aufsammeln der Waffe geht nicht. Können wir die hier auch nicht austauschen, ne? Wir können die aber, die liegt auf dem Boden, auch nicht einfach auf die 3 legen, was ich komisch finde. Die Pistole wiederum geht auf die 3. Also das ist echt ein bisschen komplexiert gemacht, ne? Grafisch gar nicht so schlecht. Oh, eine schicke Box. Also die kann ich nicht ausrüsten, weil wir eine anhaben. Lässige Hose. Weg damit. Neue Hose. Schickere Schuhe. Egal. Also wie gesagt, es gibt auch Kleidung. Plan war jetzt, ja, was war jetzt der Plan? Also wir kommen in unser Haus rein. Wir brauchen Teile. Wir brauchen Teile für die Kiste, sonst bringt mir das alles gar nichts. Das will, wie gesagt, Baumstämme haben, 3 Stück. Da haben wir doch einen schicken Baum, nehmen wir den. Nur für Sicherheit. Ich kann nämlich gerade nichts mehr tragen. Immer nur einen Baumstumpf. Naja, kein Problem für uns. Wir sind ja Experten im Survival. Denn das Survival, die größte Herausforderung sind halt die Horden und die Zombies. Von dem wir jetzt natürlich noch nicht so viel mitbekommen haben. Aber wenn man der ringsum was baut, dann hat man erstmal einen groben Schutz. Das ist schon mal relativ cool. Und da fehlen wir oben noch Planken. Holzstöcker fehlen mir noch. So, hier fehlen mir noch einfache Teile. Und Sachen, die man auf den Boden wirft, verschwinden nach einer gewissen Zeit wieder. Was das große Problem ist, ne? Ich kann die Sachen ja schön dahin legen. Ich habe nur keine Ahnung, wie lange die halten. Das ist das Problem. So, das heißt, wir können auf Tour gehen. Hier ist was auf jeden Fall in der Richtung. Meine Ausdauer ist schlechter geworden, finde ich jedenfalls. Auch wenn wir mal ganz kurz in unserem Büchlein gucken. Auf Information können. Haben wir schon so ein bisschen was geschafft. Technologie. Einfache Teile brauchen wir einen Eisenbarren. Und für einen Eisenbarren brauchen wir auf jeden Fall das Ding hier. Ton kriege ich aber nicht ohne. Ohne meine komische Spitzhacke hier. Glaube ich jedenfalls. Oder du findest halt zufällig. Außerdem habe ich mich wirklich nicht um ihr Essen und Trinken gekümmert. Erhöht auch die Ausdauer wieder, wie man sieht. Und sein Zuhause ist nicht markiert. Ne? Aber ich habe ja schlauerweise beim Flugzeug gebaut. Das heißt also, wir können weiter essen nochmal. Man findet ja relativ viel. Eine halbe Flasche Wasser. Erstmal, was gescrollt ist. Und haben auch dementsprechend mehr Ausdauer wieder. Also wir haben auf jeden Fall da ein Gehöft oder sowas, wo wir jetzt hinlaufen.
Oft fehlen einfach Texturen. Müssen wir mal schauen, wir brauchen auf jeden Fall Ton. Also ich habe mir den viel zu lieb eingestellt, also es geht viel, viel schlimmer. Also man kann ja riesig groß bauen in dem Spiel, ne? Was passiert, wenn ich ihn hier auf rumhack? Gibt auf jeden Fall eine Interaktion. Den Zombie habe ich aber geweckt. Keine nützlichen Sachen gefunden. Na, hier ist einfach mal ein Tonblock drin. Kupferblock. Die sind total mini, ne, die Teile. Haben wir bei uns liegen. Eisen. Wow. Es gibt Slots für lange Sachen, es gibt Slots für kurze Sachen. Das habe ich gelernt. Ja? Ja, genau. Dann ist nämlich der. Das Werkzeug ein langes Werkzeug. Eins und zwei sind für lange und der Rest ist für kurze Teile. Okay, wir haben auf jeden Fall genug Ton. Das heißt, wir können schon mal was lernen. Ziegel, Schmelzofen. Ziegel will wieder drei Ton haben. Okay. Das ist ganz cool gemacht, ne? Der Bogen ist jetzt futsch. Mir ist aber auch egal, für die Testzone reicht das völlig. Handbücher. Zeichnungen, fortgeschrittene chemische. Okay, das sind wahrscheinlich sowas wie Rezepte. Ingenieursband 3, Band. Oh, das erinnert schwer an Seven Days to Die, ne? Das liest du dann auch richtig. Das ist ja geil. Kann ich das nochmal lesen? Verwenden? Zweimal aus. Kann leider nicht klicken. Also wir werden scheinbar schlauer. Mechanik, Ingenieurswissenschaften. Wenn ich das jetzt nochmal lese, ich weiß ja ungefähr, wie viel da gerade war. Oder weiß es schon? Okay. Was hatten wir da noch drin? Band 3. Band 3 wird wahrscheinlich schon zu hoch für uns sein. Maschinenbau. Das finde ich ja geil. Also man kann ja eine Menge entdecken in dem Spiel, tatsächlich. Man darf das Buch warum auch immer zweimal lesen. Ja, nochmal wird mir nicht viel bringen. Was? Ich darf es dreimal lesen? Aber da geht irgendwas runter. Die Konzentration, also die Mentalität, also kann ich unendlich viel lesen. Okay, das habe ich schon mal verstanden, dass wir jetzt hier mechanisch Ingenieurswissen und sowas schon dazu gelernt haben. Finde ich ziemlich cool. Das sieht so schön nach Gärtnern aus, aber ich kann überhaupt gar nichts gärtnern. Augenblicklich jedenfalls. Äußerst seltsame Maschinen. Das ist ja mal eine Hütte. Da steht ein Auto. Das müsste man sich angucken. Ästchen. Okay, das Auto ist nicht mehr so gut im Schuss. Leer.
kurze Hose und einen Hut. Kopfschutz. Entschuldigung. An den Pflanzen kann ich aber nichts machen. Halber Turm. Ah, da haben wir nochmal einen Tonblock, das ist cool. Das bedeutet, wir können lernen. Ton 3. Ach, das sind Ziegel. Ich muss erstmal den Brennofen bauen. Auf so einem Flieger. Das sind so Testzone-Videos, die immer ewig dauern. Tut mir leid. Aber das Let's Play ist mir das wirklich noch zu unfertig. Was ist mit meiner Mentalität? Und langsam wieder. Also bewegt sich aber auch in super Slow Motion. Ausdauer geht runter wie nix. Wie gesagt, das liegt alles daran, wie man lernt, ne? Und wie die Anfangswerte sind, die zufällig bestimmt werden. Irgendwas ist auf jeden Fall gelb anleuchten. Das ist meine Mentalität. Aber die kann ich ja schlecht mit Essen oder so aufbauen, ne? Geht ja nicht. Der muss sich so langsam regenerieren. Bis bei 29. Also diese kleine Hütte wird mich von nichts retten, glaube ich. So kleine Horde. So. Alles liegt hier noch brav rum. Das ist doch schön, ne? Guck mal, alles liegt noch hier rum. Was habe ich gebraucht? Ton. Ich wollte gerne den Tonofen bauen. Das bedeutet, ich brauche den Hammer. Da will ich bestimmt Ton haben. Habe ich genug Ton gehabt? Erstaunlich. Vielleicht liegt irgendwo ein Steinbrocken. Also da messe ich 20 Steine ein, das dauert ja 100 Jahre. Stumpf. Ein unscharfes Warum auch immer. Die sammelt die auch, die stackt die auch nicht, ne? Das ist schon ziemlich fies. Wir haben gerade so ein Steinparadies gefunden. Wo es gibt wahrscheinlich auch Steine zum Hacken. Ich bin nicht so weit weg von zu Hause. Na, da liegt dann von schnell vor meiner Nase. Na, vier Steine noch. Eins, zwei, drei, Nummer 4. Nummer 4. Dann haben wir den Tonofen. Kommt der Sache weiter. Ach, ein Baumstamm fehlt auch noch 5-mal. Na wunderbar. Wie viel Platz habe ich im Inventar? So gut wie gar nicht. Werf ich mal raus, werf ich mal raus, werf ich mal raus. Ton, Ton. Euch wahrscheinlich. Und hier können wir 2 Baumstümpfe reinpacken. Die nächsten Bäume sind alle 8 Kilometer weit weg. 1, 2, 3. Ne. Thank you.
So. Also der Unschärfe-Effekt ist ein bisschen komisch. Ich würde gerne nochmal auf Film stellen, was das für ein Unterschied ist. So, wir haben einen Tonofen gebaut. Spitzenklasse. Wenn ich jetzt nochmal auf, was habe ich überhaupt in der Hand? Ein Bauhammer verwenden möchte, haben wir hier Kupferblock. Hier können wir alles Mögliche reintun zum Schmelzen. Das war Aluminium. Pflanzenfasern. Ich hatte doch viel mehr kleine Sachen eingesammelt. Kupferblock. Okay, da darf man sich halt entscheiden. Ich mache jetzt mal einen Kupferblock. Aber der wird wahrscheinlich gehen, weil Brennstoff fehlt. Aber ich hatte doch Kohle. Irgendwo hatte ich doch Kohle. Da habe ich doch Kohle in der Tasche. Oder Holz. Das kann es natürlich sein. Holzkohle. Ich glaube, ich brauche wieder Holz. Ach, ich liebe sowas ja zu erkunden. Das macht ja schon Spaß. Brennt der? Nein, ne? So, dann zieh mal her. Mach mal. Holzkohle, mein Guter. Okay, der macht seinen Job. Boah, wir Holzkohle hatten. Aber die sieht anders aus. Eine Bienenwabe? Wo bin ich denn wieder her? Abbau eines Dolches. Ich habe gerade Honig hergestellt. Wie krass. Ja, die Frage ist, wie kriege ich das aus Barren? Das sind ja nur Blöcke. Okay, wir haben jetzt Holzkohle hergestellt. Und wenn ich jetzt gerne, ich habe Kupfer, möchte, sagt er mir 0. Was will er denn da drin haben? Kupferblock ist in Ordnung und das gibt Kupfererz. Kohle alleine reicht nicht. Dann wieder Holz. Ist schon wieder Nacht, ich flippe aus. Was ist denn der Baum? Da. Holz als Brennstoff könnte ich mir da sehr gut vorstellen. So, aber er sagt mir nein, 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 nein. Bei jedem Einzelnen sagt er nein. Holzkohle sagt er ja. Nicht viel bringen, glaube ich. Brennstoff. Jetzt vergifte ich mich erstmal. Nee, Essen ist was anderes. Okay, es wird wieder stockenduster. Wir können nur im Dunkeln arbeiten. Sprich, wir können lernen. Zum Beispiel, ach ja, Ziegel muss man erstmal leeren. Aber dafür brauche ich ja Ton. Aber Ton macht er mir ja nicht. Ton. Kupfer.
Okay, ich habe wieder eine weitere Grillkohle hergestellt. Die man bestimmt zum Grill machen braucht. Aber ich kann nichts anderes machen. Bandagen, Adrenalin. Das wird tricky. Holz. Holzhammer kann ich euch mit tot schmeißen. Gut, das bei der Kleidung. Okay, das, was wir lernen müssen. Schmelzofen wäre wahrscheinlich der richtige, ne? Dafür brauche ich zwei Ziegel. Für die zwei Ziegel brauche ich zweimal, dreimal Ton. Ich glaube, ich stelle mich einfach nur dämlich an, ne? Kupfer, Kupfer. Ich habe da doch Ton. Da ist doch Ton. Lernvoraussetzung nicht erfüllt. Ah, ich verstehe. Wahrscheinlich bei Können. Weil das schon relativ hoch sind, ne? Drei Planken für Kastenrahmen aus Holz. Ein Apothekentisch. Textilmaschine. So, bei mir fehlen überall die Lernvoraussetzungen. Den habe ich auf jeden Fall gelernt. Der Kupferbarren, also da werden dann Barren, Zement bis hin zum Glas. Also man kann schon nachvollziehen, worum es hier geht. Das fehlte mir dann in meiner doofen Kiste noch. Einfache Teile. Die muss ich hier auch lernen. Kostet hergestellt an einem Verarbeitungstisch. Aua, ich bin sogar in meine Falle gelaufen. Machen. Dietriche, Planken. Fackel. Pflanzenfasern und Holzstock, Stoff. Also man hat eigentlich relativ simpel eigentlich. Es ist schwer, ist es nicht. Man kann alles überall reinstecken, das ist total anstrengend. Ich esse einfach was. Weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll. Also wir haben ein Häuschen. Ich habe noch nicht geschafft, die Kiste zu bauen, weil die einfachen Teile noch fehlen. Wir haben Bücher gefunden, mit denen wir Dinge lernen müssen. Und wir haben Holzkohle hergestellt. Aber ich weiß nicht, wie man aus dem Kupferblock was baut, weil wir noch nicht gelernt haben, Kupferziegel herzustellen. Lernbedingung, Materialogie, Klasse 1. Ich finde das Wort nicht mal. Da. Oh, das dauert ja 100 Jahre. Mechanisch und so. Also ihr habt, denke ich mal, das Spielprinzip verstanden. Damit die Testfolge nicht zu lange geht, sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Zusehen. Es fehlt natürlich komplett die Zombie-Horde, die einen das Leben zur Hölle macht. Deswegen gehen wir jetzt in unser wunderschönes Haus. Und ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge in der Testzone.